Hallo meine Lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Update auf dem Kanal. Es ist der 2.5.2018. Wir schauen uns heute mal den Bitcoin-Chart etwas genauer an, die Kryptowelt an sich. Ich habe ein, zwei fundamentale Nachrichten für euch, danach geht es zum Chart. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt los. Davor nochmal ein kurzer Hinweis auf dem Kanal von Coincheck. Coincheck ist wirklich ein guter Kontrast zu meinem Kanal, da ich hier wirklich sehr viel auf TA mich spezialisiere und die fundamentalen Sachen jetzt nicht so oft covere. Bei Coincheck ist wirklich immer, wenn irgendwas Wichtiges passiert, sofort ein Video dazu da und ich kann euch den Kanal nur empfehlen. Also würde mich mega freuen, wenn ihr auch bei ihm vorbeischauen würdet. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal am Bitcoin-Chart, wobei ich denke, wir schauen uns die fundamentale Nachricht, die ich heute mal euch zeigen will, ein wenig näher an. Und ihr wisst ja, fundamental bin ich eher desinteressiert, weil die meisten fundamentalen Nachrichten wirklich null Einfluss haben auf den Bitcoin-Kurs. Aber ich habe jetzt hier eine Nachricht, nämlich die Nachricht von Nasdaq, dass Nasdaq eben auch Kryptowährungen bald traden lassen will. Ich habe mehrere Quellen durchforstet, ich bin jetzt hier auf CNBC und da wird davon ausgegangen, dass es circa ja, 4-5 Monate noch dauern wird und Nasdaq plant sogar dann auch eine eigene Krypto-Exchange zu werden sozusagen. Sie wollen auch natürlich erstmal mit CoinPan anfangen und je nachdem, wie das dann wird, halt dann auch Coins hinzufügen und sozusagen eine eigene Krypto-Exchange werden. Und die Nachricht klingt jetzt vielleicht für viele jetzt nicht so interessant, aber die Nachricht ist wirklich immens groß. Wirklich immens riesengroß. Ich verstehe auch nicht, warum das jetzt nicht so geteilt wurde, nicht so publik gemacht wurde, weil sonst wird wirklich jede Kleinigkeit gehypt. Aber die Nachricht mit Nasdaq ging jetzt nicht so die Runde und für mich ist die Nachricht wirklich riesig, denn wenn Nasdaq Kryptowährungen zum Trade akzeptiert, dann haben wir die Akzeptanz von der herkömmlichen Börsenwelt, von den herkömmlichen Sicherheiten, von den herkömmlichen Märkten und da steigen auch Leute ein, die sonst niemals in Kryptowährung einsteigen würden. Ihr müsst euch denken, gerade für Leute 40 plus sowas, 35 plus, für die sind Kryptowährungen noch ziemlich unsafe, unseriös und für die wirken Kryptowährungen einfach nicht als gute Anlage und schon gar nicht irgendwie als was Gutes zu traden. Die kennen zwar die Kryptobörsen, aber ich merke selber auch bei meinen Eltern oft, die verstehen einfach nicht, dass es ganz normale Börsen sind, dass man auf Binance ganz normal traden kann, dass das kein Scam ist, dass die Börsen dann nicht abzocken wollen und dass das total sicher ist. Aber wenn jetzt sowas wie Nasdaq ins Spiel kommt, dann erlangen wir endlich die Aufmerksamkeit und auch die Mainstream-Beachtung, die wir brauchen. Und für mich ist die Meldung mit Nasdaq wirklich huge und wenn das wirklich so über die Bühne geht in ein paar Monaten, dann bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich der Kurs da verhalten wird, aber der Kurs muss darauf eigentlich reagieren. Ich bin zwar ein Verfechter, weil der Kurs reagiert selten auf fundamentale Nachrichten stark, aber wenn wirklich Nasdaq sich dazu bekennt und wenn Nasdaq diese Bare dann listet, dann wird das wirklich huge. Bin ich mir 100% sicher. Könnt ihr mir auch gern zitieren in 4-5 Monaten, aber die Nachricht gehört mal angesprochen, falls das alles so durchgeht. Wir schauen uns jetzt den Markt genauer an, Krypto-Chart, den Bitcoin-Chart, sorry. Wenn wir gleich nochmal covern, Bitcoin ist momentan extrem langweilig, ich zeige euch gleich warum, wir haben ziemlich viel Seitwärtsbewegungen. An alle Trader hier mal die Nachricht, schaut mehr auf Altcoins. Wenn ihr auf BitMEX seid, ich weiß, viele meiner Gruppe sind auf BitMEX, traden auf BitMEX. Bitcoin ist nicht der einzige Coin, den ihr auf BitMEX traden könnt. Ihr könnt genauso Ripple traden, ihr könnt genauso Cardano traden und Cardano ging gestern extrem ab, Sonntag extrem ab, Ripple ging extrem ab. Das sind einfach Gewinnmargen, die ihr mit den Alts erzielen könnt, gerade mit Hebel, die immens sind. Ihr hättet heute mit Ripple alleine mit einem anständigen Hebel, also mit einem 10er Hebel sowas, schon 50% rausgeholt in über einer Nacht. Bitcoin, 5% Sprünge sind momentan ja ziemlich selten. Deswegen würde ich euch ja auch dazu raten, mehr auf Alt zu schauen. Wir sehen generell, wir haben heute schon wieder einige Coins im Plus. IOTA, 15% im Plus, liegt daran, dass das so eine Art Partnerschaft verkündet wurde oder so eine Art Bündnis, das könnt ihr euch genauer durchlesen, steht auf Reddit, wo auch viele Automobilkonzerne eben daran beteiligt sind, unter anderem auch ja, sehr namhafte Hersteller und deswegen schätze ich auch mal, dass IOTA deswegen ja diesen Push wieder lebt. Wir hatten ja IOTA schon unter 2 Dollar und wir haben generell die Alts, die wirklich ziemlich pumpen wieder, allen voran wieder Bitcoin Cash, fragt mich nicht warum, ich bin kein Fan von Bitcoin Cash. EOS holt sich auch langsam wieder und ja, ich würde sagen, wir switchen kurz auf den Bitcoin-Chart und wir überlegen uns jetzt, wie wir dieses Puzzle ungefähr zusammenfügen können. Es sieht momentan einfach ziemlich komplex aus und ich finde es momentan ziemlich schwer, diesen Count irgendwie richtig zu zählen und auch diesen Count richtig zu interpretieren. Es sieht zwar auf alle Fälle nach ABC aus, aber es passt einfach nicht zusammen, dass ein ABC so endet. Warum passt es nicht zusammen? Ich habe noch nie ein ABC gesehen, wo die C-Welle in der A-Welle endet. Das habe ich wirklich beim Bitcoin noch nie gesehen und dementsprechend bin ich da auch jetzt nicht überzeugt, irgendwie, was das jetzt sein soll. Natürlich, Elliott Wave ist immer nur eine Perspektive, ganz wichtig, nur ein Indikator für das Momentum, aber es ist wirklich sehr komisch, dass diese C-Welle, also die jetzt vom B runterkommt,
dass die nicht mal unter 9K stark geht. Also wir waren zwar auf 8,870, aber das wäre jetzt gerade das 50%, die 50% von Welle A, was natürlich gar nicht ist im Normalbereich. Würde ich immer die One-to-One-Extension targeten, die bei 8.306 wäre, was auch ein gutes Retracement-Level wäre, was auch ein gutes ja, Level wäre zum Bouncen, aber wir haben es nicht mal geschafft, die 61,8% Ratio anzusteuern, was für mich schon wirklich wieder ein sehr bullisches Zeichen ist und was für mich auch ein Zeichen ist, dass sehr, sehr viele Käufer unter den 9K liegen. Also knapp unter 9K im Bereich 8,8, 8,9K liegen extrem viele Käufer, was auch zeigt, dass die Bullen noch ordentlich Power haben und dass momentan irgendwie keiner den Bitcoin wirklich unter 9K mehr verkaufen will. Also ist auch schon wieder ein sehr bullisches Zeichen und ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass wir im Mai jetzt nochmal die 10K sehen werden. Ich hoffe stark, dass wir auch bald die 10K brechen werden. Aber momentan schaffen die Bären einfach wirklich nicht mal eine ordentliche Korrektur durchzubrechen. Wir hatten jetzt den Run seit den 6K hoch und sind da jetzt eigentlich durchgerannt. Wir hatten keine richtige Korrektur seit den 6K. Es war immer nur so ein, ja, eine kleine Korrektur, aber erwähnenswert ist das nicht, wenn wir uns denken, dass wir knapp 50% an Werte zugewonnen haben. Jetzt nochmal kurz zu den Extensions. Ihr wisst, ich ziehe jetzt hier die Extensions hier runter. Das heißt, ich messe die Welle A aus. Ich ziehe dann die Extensions hier hoch, wo die Welle B nach unten startet und messe so aus, wie lang die Welle B im Vergleich zur Welle A ist. In diesem Fall haben wir 50% erreicht. Das heißt, wir sind direkt bei den 50% gebounced. Das heißt, die Welle C war jetzt in dem Fall 50, hatte in dem Fall 50% der Länge von Welle A. Das können wir auch hier machen, zum Beispiel mit den Wellen hier. Wenn wir uns hier die Wellen aufzählen, zum Beispiel hier Welle 1, 2, 3, 4, 5. Das ist jetzt ein wenig blöd gezeichnet, aber ist auch egal, da es uns nur um die ersten Wellen geht. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier die FIP-Extensions anlegen, dann können wir genau ausmessen, wie hoch Welle 2 geht zum Beispiel. Das wäre jetzt die One-to-One-Extension, die Welle 3, sorry. Das heißt, die Welle 3 ist genau so lang wie die Welle 1. Wir können auch hier das Ganze nochmal ja, grafisch ein wenig schöner veranschaulichen. Wenn ich gerade das Rechteck nochmal finde oder ich finde es gerade auch gar nicht, ist auch egal. Auf alle Fälle ist die Welle 3 in dem Fall 1 zu 1 gleich lang wie die Welle 1. Jetzt werdet ihr euch fragen, was das uns bringt. Das bringt uns immens viel, indem wir targeten können, wo wir verkaufen sollen, wo wir Resistance haben, wo wir Support haben. Wenn die Welle 3 eine One-to-One-Extension schafft, dann geht man meistens davon aus, dass die Welle 5 mindestens eine One-to-One bis 161.8-Extension schafft. Das heißt, man kann sehr gut targeten, wo man ihn verkaufen sollte. Im Gegenzug kann man das auch im Downtrend machen. Man kann die Wellen nach unten ausmessen. Man kann zum Beispiel die Welle 2 nach unten ausmessen und dann kann man ungefähr ja, erahnen, wohin Welle 4 geht und kann dann so seine Buy-Orders setzen. Wir haben das gemacht, als der Bitcoin auf 8.069 gedippt ist, haben wir mit Extensions gesagt, okay, 8.069 wäre ein guter Einstiegszeitpunkt. 8.069 hat er getroffen und ging danach direkt hoch. Liegt einfach daran, dass sehr viele Leute weltweit diese Extensions ziehen und auf diese Extension vertrauen und dementsprechend Fibonacci einfach ultra extrem wichtig, wenn ihr wirklich erfolgreich traden wollt. So, das wäre jetzt mal das. Also Bitcoin ist momentan wirklich ja, ziemlich schwer zu analysieren. Deswegen bin ich momentan auch eher in den Altcoins unterwegs. Wie gesagt, Cardano sehr gutes Plus gemacht. Ripple auch gestern einen richtig guten Trade gemacht. Wir haben jetzt hier eine Zone von Support, die sehr stark ist. Also wenn wir 8.600 nicht halten, werden wir erstmal nach unten gehen. Viel mehr kann ich beim Bitcoin jetzt auch nicht sagen. Der Bitcoin mich selber momentan ein wenig verwirrt und ich momentan mehr auf Alt schaue, da Alt momentan einfach viel besser zu analysieren und zu traden sind. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Wir müssen jetzt einfach mal ein, zwei Tage warten, bis wir ein wenig mehr Confirmation sehen beim Bitcoin. Wir können das nochmal kurz am Daily Chart die Candle ansehen, wenn wir das Ganze hier noch mal schön rauslöschen, damit wir das auch besser sehen. So, wir hatten zwei rote Candle am Daily Chart, das heißt, es sah wieder ein wenig aus nach Trendumkehr und ihr seht auch am Daily Chart wenig Entscheidungen. Sieht jetzt irgendwie so aus wie eine Art Spinning Top Candle. Wir hatten am Tag davor ja die Bären wirklich, die uns probiert haben, noch viel weiter nach unten zu pushen auf die 8,8K, haben dann eine Art Hanging Man geformt und wie gesagt, seht euch das an. Wir haben hier grüne Candle, Bearish Engulfing Candle, grüne Candle, Bearish Engulfing Candle, grüne Candle, Spinning Top, nochmal eine Art Spinning Top, Hanging Man, was wieder für eine Trendumkehr hindeutet, dann wieder so eine Art Spinning Top, also momentan beim Bitcoin einfach ziemlich viel Indecision, ziemlich langweilig, ziemlich viel seitwärts über den Tag. Ich bin momentan bei Alts unterwegs, ganz einfach, habe ich jetzt schon oft gesagt. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst mir ein Like da, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Folgt auch meinem Twitter-Account, ich habe meinen Twitter-Account in den Kommentaren verlinkt, der ist ziemlich neu, würde mich auch mega freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.